Hallo Leute, neue Folge Assassin's Creed 1 und wir machen heute den Attentat auf dieses Ziel hier, ja, hier unten, Attentatsziel, den anderen Stadtteil darüber. Da kommen wir nämlich gerade zurück, letzte Folge sind wir hier rüber gelaufen. Jetzt gehen wir den Weg direkt wieder zurück. Für den folgenlang darauf hingearbeiteten Attentat durch. So, diese krummen Fensterläden hier nach oben sehen beide exakt gleich aus. Dreht er sich um? Würde niemand sehen, oder? Oh. Hat hoffentlich niemand gesehen, ja, glaub schon, glaub das hat niemand gesehen. So, direkt zum Attentatsziel, wo haben wir es denn? Hier sind wir gerade. Bis nach da hinten. Okay. Der lässt eine Spur des Schreckens. Da oben ist noch so eine Fahne. Hier waren wir zwar schon mal oben, aber irgendwie habe ich die nicht gesehen. Bam. Ah, das ist nochmal eine Fahne. Weil ich die Fahne nicht übersehen habe. Oder kommen, oder sind die jetzt erst aufgetaucht? Wer weiß. Ich glaube aber nicht, dass sie erst aufgetaucht sind. Er beobachtet, er lauert, er versucht. Unständig. Okay. So stark wie sein Paladin. Aua. So, schon mal. Ja, ich gehe schon. Nachdem ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Aufnahme gestartet. Aha. Ah, hallo. Ja. Da kann man also hochklettern, oder wie? Ach, wir warten hier gerade, deswegen. Das ist unser Attentatsziel. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Für dich zumindest. Der dunkle Tage. Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, Hans. Nee, es wird noch härter über dich gerichtet. Noch härter. Ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet. Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade. Toleranz,
Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erleben will. Was ist los? Wir stecken jetzt hier gerade. Hä? Tötet jeden, der zu entkommen sucht. So, hinterher. Fetten Typ da hier. Auf jeden Fall. Sind, die Wichser sind hier ungefähr 2 Tonnen mehr und bis irgendwie 20 km/h langsamer als ich oder so. Mindestens. Und vielleicht auch nur 10 km/h. Komm. Junge. So, komm. Die ist gerade hier einfach mal gespawnt mit ihrem Topf auf dem Kopf. Alter, hält der einfach mal an. Ich glaube, der spinnt. Alter, ich habe gerade schon ein Wurfmesser geworfen, aber der hat leider nicht genug angehalten. Der will sich verarschen, oder was? Sehr schön. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Immer Beweisblut mit dem, oder was? Junge, müssen fahren. Ich muss hier weg. Oh. Kurz noch die Fahne mitnehmen. Oh, und bitte nicht mit Stein werfen. Alter, boah, alles knapp. Sehr schön. Da sind wir wieder zurück zum Büro gleich. Moment, das Büro ist da drüben. Kurz noch markieren. So. Sind sie gerade alle weg, damit wir hier rausgehen können? Mist. Egal, komm. Einfach. Einfach durchrennen. Mist. Walter.
Wir stehen alle im Weg rum, ist ein bisschen dumm, aber Alter, muss mich verarschen. Oh, komm schon. Kurz mal verstecken hier. Findet zum Glück niemand. Ja. Riesiger Strohhaufen. Braucht man nicht drin nachschauen, nee. Mm-mm. Ganz meine Meinung. Wie kommen wir denn da nochmal rüber? So. Wenn wir hier rüberspringen, weißt du, gell? Ja. Und nochmal kurz verstecken. Da kommen ja nur ungesucht ins Büro rein. Das ist fällt da erstmal runter. Auf jeden Fall. So, davon ist das Büro auch schon. Davon berichten, dass wir es geschafft haben. So. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Und genau hier machen wir nächste Folge weiter. Danke fürs Anschauen und tschüss. Moment. Müssen wir die Erinnerung jetzt sofort vorspulen oder können wir es auch später machen? Oh Gott. Machen wir es erstmal noch nicht. So. Nochmal, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Bewerten nicht vergessen. Danke fürs Anschauen.